Moin Moin liebe Buddhabellen, willkommen zurück zum FIFA 15 Pro Modus. Heute geht's, wie im letzten Part schon kurz angeteased, gegen Wolfsburg im DFB-Pokal weiter. Ich habe mich ein bisschen verausgabt gehabt im letzten Spiel, darf jetzt aber trotzdem ran. Ich gehe nicht mit voller Gesundheit hier rein in ein Regenspiel. Wir spielen auswärts, wird kritisch, glaube ich. Ich glaube, das wird richtig kritisch. Ich glaube, da muss ich aufpassen, wie ich meine Gesundheit verballer am Anfang. Vielleicht ein bisschen sprinten, aber in der Mitte des Spiels sollte ich mich dann auf das Ballverteilen konzentrieren. Mal sehen, ob es was wird. Wir dürfen auf jeden Fall kein schnelles Gegentor kassieren. Oder sagen wir es anders, wir dürfen auf keinen Fall ein Gegentor kassieren. Weil hier ein Tor zu machen, ist schon schwierig. Ist nicht das Einfachste auf der Welt, sagen wir es mal so. Ich will auf jeden Fall Druck machen. In die Zweikämpfe gehen. Da wird schon gegrätscht. Und da ist schon der erste Abschluss von Wolfsburg über Perisic. Das geht mir ein bisschen zu einfach gerade. So, Spiel zu Boateng. Oder zu Alaba. Ihr spielt zu mir. Spiel ich zu Ribéry unten. Der geht natürlich nicht an Ribéry. Okay. Flankenwechsel, Robben, zeig mal, was du kannst. Oh, das war sogar ganz gut. Das war nicht so gut. Den hätte ich vielleicht nicht anfordern sollen. Oder nicht so doof nach hinten spielen sollen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oh, viel zu früh wollte er dazwischen gehen. Und ich schaff's mal wieder. Kann ich mich da... Ich komm da vorbei, oder? Ich komm da sogar wirklich vorbei, weil da steht keiner drinne. Och, Mann, die Flanke kam zu weit. So, da oben steht er wieder, der Robben. Muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich nicht verstehen, diese Pässe. So, machen sie jetzt noch was defensiv? Können sie den Ball abnehmen oder ist hier der nächste Angriff von Wolfsburg? Oh, das sieht gut aus und da ist das Tor. Abseits! Oh, puh. Ja, da freut er sich noch. Aber zu Unrecht. Gustavo. Luz. Der heißt schon Verlierer mit Vornamen. Also Verlieren mit Vornamen. Das kann ja nichts werden. So, schnell den Ball abgeben. Jetzt sollte ich Lewandowski mehr Vertrauen schenken. Ey, Ribéry. Was ist da los mit dir, Alter? Sollst du nicht defensiv aufhalten. Ja, das kommt davon, wenn außen keiner mitläuft. Was ist denn das? Was ist denn mit euch los? Oh Gott, den habe ich angefeuert. Das tut mir leid. Das war richtig dumm von mir. Schuss und da ist das Ding drinne. Bäm, 1-0, 27. Minute. Da hat Lewandowski schön hier den Verteidiger weggezogen von mir. Den anderen Innenverteidiger. So, dass nur noch Naldo mich verfolgt hat. Und ich bin ein bisschen schneller als Naldo. Das kam mir ganz gelegen. Ja, und da ist das Ding dann auch mal drinne, ne? Und das nächste Ding drüber. Oh, das war schön. War ein bisschen weit drüber, oder? Ja, aber war ganz okay. Jetzt so eine Phase, wo man nachsetzen könnte, wenn man denn schnell an den Ball käme. Aber die haben halt auch eine gute Aufstellung, ne? Die Wolfsburger sind ja nicht die schlechtesten, sind ja Tabellenführer momentan. Uiuiuiui. Gibt das sogar einen Eckball? Nee.
Gar nichts. Einwurf. Hätte es überhaupt einen Eckball gegeben? Nee, ne? Oh Gott. Oh. Puh, rechtzeitig gedreht. So, schön in Rode gesehen. Alter, ist das eng im Mittelfeld. Gut, dass Ribéry wieder über außen mitläuft. So haben wir den eigentlich. Nächster Schuss! Och Mann, das gibt's doch nicht. Wenn ich bei Abschluss 5 Punkte mehr hätte oder so. Das wäre so geil. Die hätten sowas von keine Chance gegen mich. Vielleicht sollte ich auch meine Position ein bisschen verändern. Mehr als Flügelspieler agieren. Vielleicht kommt das mir mehr entgegen. Bin ich noch ein bisschen schneller, habe vielleicht auch eine bessere Ausdauer. Weißt du, täuscht er es an, dass er gerade läuft, dann läuft er doch in den Gegner rein, um langsamer zu werden. Und so ist mein Pass natürlich auch für den Arsch. So, was machen wir da? Oh Gott, das war ein passender Lauf für Ribéry. Weißt du, da steht er mal draußen und dann verkacke ich den Pass. Der wird sich auch denken, ja, jetzt laufe ich erst recht nicht mehr da lang. Oh, Leute, ihr solltet nicht zu schnell spielen. Kann doch mal einen Ball ruhig laufen lassen. Da laufen sie sich gegenseitig über den Haufen und der Ball ist im Aus gewesen. Einwurf für uns. So, erste Halbzeit vorbei. War doch ganz okay. So wie sieht's hier aus. Paderborn liegt zurück gegen Mainz 1-0. Dortmund führt 2-0 gegen Bochum. Braunschweig liegt zurück gegen Gladbach. Leverkusen führt gegen Hamburg. Hertha führt gegen Darmstadt. Freiburg Schalke 0-0. Und Stuttgart führt gegen Leipzig 1-0. Spannende Spiele eigentlich, ne? Spannende Spiele. Habe ich ihn ausgetrickst, wa? Habe ich ihn einfach so ausgetrickst. Nein! Ach man, da wollte ich nur einmal nach oben und dann abziehen. Mit links? Das wird nichts. Heieieieiei. Wie soll ich die Tore mit links machen, ist die Frage. Das ist echt Glück. Da muss ich echt 20 Tore machen und dann Glück haben, dass es was wird. Ja, vielleicht. Ich überlege gerade wirklich, ob ich die Position wechsle mit meinem Spieler. Dass ich sage, okay, ich bin jetzt Flügelstürmer, Flügelspieler auf der linken Seite. Dann wäre ich auch die Anspielstation und nicht so ein Ribéry oder so, so ein Clown da, weißt du, der nie da steht, wo er sein soll. Gut, ich stehe jetzt als zentraler Mittelfeldspieler auch nicht mehr genau da, wo ich sein sollte. Okay, haust ihn halt da hin und nicht zu mir, der da frei 2 Meter hinter dir stammt. Na. Nimm den Ball ab. Alter, Leute, jetzt nimmt den doch den scheiß Ball ab. Boah. Das war zu doll, oder? Ne. Kam genau richtig. Nein! Ich wäre durch. Oh, was wäre das für ein schöner Pass gewesen, wäre der angekommen. Da hätten sie hochspielen sollen. Weißt du, sie machen das immer falsch und da ist Luis Gustavo jetzt durch und das ist nicht das Tor. Ach Gott, Boateng. Oh Gott. So, Benzema kommt für Lewandowski. Der eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel gezeigt hat, oder?
Puh. Zum Glück behält er den Ball. Ja, dann zeig mal ein bisschen, was du kannst. Ich muss hier pausieren. Beziehungsweise ich hau den mal dahin. Ist der da Robben nämlich ganz alleine? Kann sie auch mal durchtanken. So, offensiv, Leute. Ja, Rode, so kann man natürlich auch offensiv einen Ball verschlendern. Ich kann jetzt auch defensiv nicht mehr so gut hinterherlaufen, weil ich schon echt angenagt bin hier. 70. Minute. Nicht zu mir. Okay. So geht's natürlich auch. Den habe ich nicht gegen Naldo. Wird schwierig. Oh, Rode, komm! So, Ribéry. Die Flanke kommt. Die kommt. Nein! Oh, komm, Lahm! Ach, du bist doch so... Nein! Oh, wie wichtig wäre das denn? Wäre der auch noch reingegangen? Das wäre sogar mit einem schwachen Fuß. Oh, das war so gut gespielt. Jetzt kommt Caligiuri für Vierinha rein. Der bringt nochmal ordentlich Dampf rein, glaube ich, da. Und Schweinsteiger für Rode. Schweinsteiger ist wahrscheinlich offensiv einen Tick stärker als Rode, ne? Ich bin, glaube ich, gleich abgemeldet hier, wenn das so weitergeht. Oh, kommt sogar. Puh! Jetzt habe ich aber Glück, dass Pässe hier ankommen. Nein! Steh auf! Schieß! Nein! Elfmeter! Jawohl! Komm! Das ist eine rote Karte! Das ist eine fucking rote Karte für Naldo! Gib sie! Los! Los! Ich werde ausgewechselt. Das simuliere ich aber jetzt nicht. Das schauen wir uns nochmal an, die restliche Spielzeit. Uiuiui, Robben macht den Elfmeter. Arjen Robben. Haut er den zum 2:0 rein. Gegen Benaglio. Aaron Hunt jetzt noch in der Partie für Luis Gustavo. Und er stoppt und schießt ihn an die Latte. Nachsetzen, Leute. Und da ist der Ball nicht drin. Di Maria hat es auch noch versucht mit dem Kopf. Boah, ist das spannend. Boah, ist das spannend. Und saugut gehalten von Benaglio noch. So, jetzt Ribéry mit der Ecke, kurz ausgeführt. Jetzt wollen sie Zeit schinden. Jetzt spielen die Legenden hier, Leute, ihr seht's. So spielt man richtig und holt einen Abstoß raus vom Gegner. Ist natürlich eine klasse Aktion. Ich hätte den Ball vielleicht angefordert an Ribéry Stelle. So, die Fans jubeln noch, die sind auch gut drauf. Hoffentlich bleibt das so. Ich würde sagen, auf dem Papier sind wir die bessere Mannschaft. Auch wenn ich jetzt nicht mehr dabei bin, ja, das ist trotzdem so zu sehen. Wenn so die Maria reinkommt, ne, dann kann so ein Aaron Hunt auch mal die Fresse halten. So, jetzt ist aber Wolfsburg am Zug hier. Die gehen, glaube ich, komplett in die Offensive. Da kommt die Flanke. Boateng köpft ihn raus. Benzema kann den Ball nicht halten. Los, Leute. Geht ran. Geht ran, Leute. Nimm ihn den Ball ab. Hau ihn weg. 90. Minute Nachspielzeit. Benzema gewinnt das Kopfballduell halb. Wolfsburg trotzdem wieder im Ballbesitz. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will nicht wieder aus dem Pokal fliegen hier. Puh. Einwurf nochmal für Wolfsburg. Nochmal Einwurf für Wolfsburg. Der ging direkt auf Robbens Kopf. Und Ribéry geht dazwischen. Nein, die Maria ist es. Geht dazwischen. Geht dazwischen. Geht alle dazwischen. Reinhauen, rausköpfen. Wegschießen. Da ist das Spiel aus. Nächste Runde im DFB-Pokal. Wolfsburg ist Geschichte. Keine Chance haben sie gegen uns.
Diese Chancen haben sie schon, aber keine Tore haben sie gegen uns gemacht zumindest. Kann man auch nur Kappa zu sagen, wa? So, und das Tor des Tages ist natürlich von mir. Wieso bin ich nicht Spieler des Tages? Ich weiß es nicht. Wieso habe ich eine Bewertung von 7-1? Das kann so gar nicht stimmen. Ich habe ein ganz gutes Spiel gemacht eigentlich. Jetzt konnte ich leider nicht sehen, wer alles jetzt genau rausgeflogen ist. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Jetzt haben wir noch ein Spiel gegen Freiburg, wo man mich erstmal außen vor lässt. Das sehen wir uns mal an, wie wir das simuliert bekommen. De Paul drinne, Weiser drinne, Di Maria drin, Kirchhoff aller. Oh Gott. Das ist aber nicht die beste Elf hier. Trotzdem gehen wir in Führung. Boateng macht's. 1:0, 24. Minute. GD eine gelbe Karte in der 42. Minute. Weiser und der Memedi verschießen Elfmeter. Ach du meine Güte. Ey, jetzt. Leute. Ihr seid der fucking FC Bayern. Und immerhin 3 Punkte. Puh, das war wichtig. Das könnte aber auch bedeuten jetzt, dass ich endlich mal in der Champions League zum Zug komme. Jawohl, gegen Ajax. So. Und ich glaube, ich kann mich hier gar nicht verändern, oder? Ich kann gar nicht meinen Spielstil ändern. Na? Wie heißt das? Meine Position kann ich, glaube ich, gar nicht ändern. Fuck, das ging noch aber irgendwie, ne? Ich glaube, ich kann freischalten, dass ich meinen Karrierespieler bearbeiten kann. Da müsste ich mal schauen, was ich da alles machen kann. Ich versuche auf jeden Fall, meine Position zu ändern. Vom ZOM weg zum linken Flügelspieler. Mal sehen, wie es ausgeht. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall dabei. Bis morgen. Ciao.